Moin Leute, ich bin das Lava und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Und zwar in dem Video stelle ich euch das stärkste bzw. sogar das beste Fusionsgewehr vor, was es momentan im Spiel gibt. Mit Rise of Iron ist dieses legendäre Fusionsgewehr ins Spiel gekommen. Es ist extrem stark. Warum es so stark ist, auf welche Perks ihr achten solltet und wo ihr das Ding herbekommt, das werde ich jetzt hier gleich im Video ansprechen. Und selbst für Leute, die Fusionsgewehr-Muffel sind, also die Fusionsgewehre überhaupt nicht leiden können, sollten das Ding mal ausprobieren, denn es ist wirklich verdammt stark. Denn der größte Vorteil von dem Ding ist, es macht 50 Schadenspunkte pro Kugel. Das heißt, ihr braucht immer nur 4 Treffer, bis der Gegner down ist. Das Ding ist wirklich ein Monster. Was macht das Ding jetzt überhaupt so stark? Die Grundwerte. Die Anlaufzeit ist relativ langsam, dafür ist die Schlagkraft sehr hoch. Zudem habt ihr noch eine Ballistik, die zusätzlich nochmal die Schlagkraft boostet. Dann habt ihr jetzt hier von den Grundwerten eine sehr gute Reichweite und eine sehr gute Stabilität. Ich habe jetzt hier verstrebten Rahmen drauf, deswegen komme ich sogar fast auf volle Stabilität mit dem Fusionsgewehr, was extrem selten ist. Und das hat man nicht mit jedem Fusionsgewehr, also nicht mit den Grundwerten und nicht in der Damage-Klasse, weil in der Regel sind die Fusionsgewehre in der Schadensklasse also wesentlich unstabiler. Ich hätte das Ding jetzt gerne noch mit Kleinkaliber gehabt, hätte auch mal gerne getestet. Leider habe ich bis jetzt nur immer welche mit handgelagerter Schaft oder verstrebten Rahmen bekommen. Deswegen konnte ich jetzt Kleinkaliber persönlich nicht testen, aber sobald ich eins habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch extrem stark sein wird. Perktechnisch sollte man halt darauf achten, dass man einen Stabilitätsperk drin hat, und von den weiteren Perks würde ich vielleicht Messsucher, Lebenserhaltung. Lebenserhaltung ist gar nicht so verkehrt bei Fusionsgewehren, weil in der Regel seid ihr vorher immer angehittet und landet häufig im roten Bereich, und durch Lebenserhaltung habt ihr die Chance, nach einem Kill, den ihr mit dem Fusionsgewehr macht, direkt wieder das Leben wieder voll zu bekommen. Das erstmal jetzt zu dem Aspekt, wo kann man das Ding jetzt herbekommen. Wie ihr seht, befinde ich mich jetzt hier in der Archon-Schmiede. Ich spiele jetzt ganz normal eine blaue Sieber-Opfer, also nichts Besonderes, also nicht ein hochwertiges. Und das ist meines Erachtens eigentlich vollkommen egal, ob ihr jetzt ein hochwertiges spielt oder halt ein blaues. Also bei den blauen würde ich sogar sagen, habe ich bis jetzt das meiste Glück gehabt. Von den Items, die ich jetzt bekommen habe, habe ich meistens das Ganze immer aus den blauen Runen bekommen, also aus dem blauen Sieber-Opfern. Und am Ende des Abschlusses kann man halt das Fusionsgewehr bekommen, man kann das Scharfschützengewehr bekommen, man kann Rüstungsteile bekommen, man kann Artefakt bekommen, Geist kann man bekommen. Die ganzen Rüstungs-Items außer der Klassengegenstand gehen bis 385 maximal hoch, Sniper und Fusionsgewehr gehen maximal auf 385 hoch. Das heißt, das ist jetzt nicht auf 400, was gedroppt wird, sondern es ist auf 385. Aber der Loot-Table ist relativ groß, also braucht ihr wahrscheinlich auch relativ viele Anläufe, bis ihr das Fusionsgewehr bekommt. Aber wie gesagt, es lohnt sich definitiv danach zu farmen, denn das Ding ist einfach eine Wucht. Die stärkste Eigenschaft ist einfach diese 50 Schadenspunkte pro Kugel, die man anrichtet. Und das macht das Ding wirklich zum Monster, weil ihr braucht nur 4 Hitmarker, bis ihr den Gegner down habt. Und das ist der klare Vorteil von dem Fusionsgewehr. Weil selbst Gegner, die sich in der Bewegung befinden, ist es einfach mit 4 Kugeln zu hitten, beziehungsweise mit 2 oder 3 Kugeln zu hitten. Meistens sind die Gegner ja schon vorher angeschossen oder angeschwächt, und damit kann man mit dem Ding einfach die Leute nach und nach abräumen. Es ist einfach wirklich verdammt stark. Die Anlaufzeit ist natürlich etwas gering, aber daran gewöhnt man sich relativ zügig, und das Ding erfüllt definitiv seinen Zweck. Die Gegner fallen um, die Stärke von dem Fusionsgewehr ist einfach diese Genauigkeit, die das Fusionsgewehr aufbietet, selbst für Leute, die ungeübt sind. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich spiele relativ selten PvP, habe jetzt die Waffe in die Hand genommen, habe damit ein paar Mal gezockt und bin absolut zufrieden. Ich habe schon nicht lange nicht mehr eine Waffe in der Hand gehabt, mit der ich dermaßen zufrieden war, die einfach auch den Spaßfaktor mir wieder in die Hand drückt und sagt, komm, spiel mal PvP. Das Ding ist einfach eine Wucht. Es ist absolut nice. Ich kann es nur jedem empfehlen. Farmt danach, probiert es aus. Wenn ihr die richtigen Perks habt, werdet ihr definitiv mit dem Ding glücklich werden. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Waffe. Ich will das Ding natürlich jetzt nicht in den Himmel loben. Es hat auch einen einzigen Nachteil, und es ist, die Munitionstragfähigkeit ist relativ gering. Sehr unüblich für Fusionsgewehre, denn normalerweise haben diese eine sehr hohe Munitionstragfähigkeit. Das Ding hat standardmäßig 17 Schuss. Mit einmal Fusionsgewehr Muni Plus kommt ihr auf 19, mit zweimal Munitions Muni Plus für Fusionsgewehre kommt ihr auf
hatten 21 Schuss, also nicht sehr viel. Nur Telesto hat sogar noch weniger als das hier. Also das ist leider halt ein Knackpunkt. Aber wie gesagt, mit den Grundwerten, mit der Handhabung braucht ihr einfach weniger Schuss als mit üblichen Fusionsgewehren, um jemanden down zu bekommen. Also definitiv eine Top-Waffe. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das Ding hat es mir echt angetan und ich würde es cool finden, wenn mal ein paar Leute außerhalb von der Meta spielen und nicht nur mit Shotgun im PvP rumlaufen würden. In dem Sinne verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video zu Destiny. Ciao, ciao.